Huch, was war das denn für ein Geräusch? Und hiermit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rune Factory Frontier. Ich bin irritiert. Hä? Venti? Le ich la nicht lang be... Sie murmelt offenbar im Schlaf. Ich sollte sie nicht stören. Gute Nacht, Venti. Oh Mann, das ist ja süß. Guten Morgen, geben wir heute unser Bestes. Okay, es ist Zeit, mit dem Sieg zu angeln. Alles klar, ja stimmt, heute ist Angelfest. Dann mal an die Angeln fertig los. Vielleicht hier noch ein bisschen was einsortieren. Meine Hand ist ziemlich voll. Gucken wir mal, rein da, rein, rein, rein. Rein. Die Fische behalte ich mal. Oh, die ganzen Essig-Sachen, Rubis, könnte ich eigentlich auch mal verkaufen. Oder selbst essen, ich weiß es noch nicht. Wir gucken mal. Ich glaube, ich verkaufe sie erstmal. Gucken wir mal. Den Fisch behalte ich erstmal soweit. Gucken wir mal. So. Sieht's hier aus. Oh, Rettich. Sehr schön. Und Spielblumen. Und Spielblumensaat. Huch. Ich werfe hier gerade um mich wild. Sonst noch irgendwas? Oh, hups. Ich mache hier Sachen. Ich schmeiße ja alles auf die Gegend. Ich doofe Nina. Inhalt wird 8 Euro geleert. Schauen wir mal. Nehmen wir mal das alles hier rein. Wie viel kann ich das verkaufen? Für 48G. Wow, das ist ja gar nicht mal so viel. Wie viel bringt da Rettich? Oh, da bringt da richtig viel. Mm. Und die Spielblümchen, die schmeiße ich ja auch mal rein. So, von mir aus auch gleich noch. Wobei, nein, die Rüben, die verkoche ich eventuell. Was ist das hier eigentlich? Unsichtbarer Stein. Verbesserung, es wird nicht... Ein Stein, den man nicht sehen kann, aus naheliegenden Kunden schwer zu finden. In einem Land im Osten wird er als Monster eingestuft. Was? Wer hat sich das denn ausgedacht? Was ist das denn? Ich komme da gar nicht drauf klar. Unsichtbarer Stein, ich werde wahnsinnig. Wie findet man sowas? Wie ist er in mein Inventar gekommen? Was ist passiert? Das ist bestimmt irgendein Beitrag dazu, der das erklärt. So. So. Oh, jetzt habe ich 50 mal Holz. Das ist perfekt. Jetzt kann ich mir endlich eine Monsterscheune holen. Oh, das wird schön. Ich bin gespannt. Und zack. Allerdings würde ich dafür gerne auch den Auftrag machen. Allerdings muss ich mich für den Auftrag mit allen anfreunden. Versuche dich mit allen anzufreunden. Kann ich das vielleicht auch erstmal abbrechen, die Quest, und später machen? Weil es ist super ärgerlich. Weil solange Barrett nicht kommt, funktioniert das leider nicht. So, machen wir erstmal was anderes. Freundschaftsdusche. Freundschaftsdusche, genau. Freundschaftsblumen ernten. 5 Rettiche ernten. Mindestens 5 Rettiche. Oh, ich glaube, ich muss noch mehr Rettich anpflanzen. Nutzpflanzen liefern. Kohl habe ich noch nicht. Eine Lieferung durchführen. Oh, wie schnell. 6-mal Medizinkraut. Das kriegt man hin. Volley-Exemplare wird man auch hinkriegen. Aber ich kümmere mich erstmal um die Monsterscheune. Aufschreiben. Okay, ich habe die Einzelheiten zu dem Auftrag in meinem Notizbuch lassen. Er liebt einfach süße Monster. Ah, aber das ist nicht so wichtig. Hier, ich lese dir seinen Brief vor. Okay. Gezähmte Monster leben in Monsterscheunen. Wenn du eine davon baust, kannst du dir eigene Monster halten. Nachdem du eine Bestellung aufgibst, kannst du sie auf Feldern errichten. Okay. Für den Anfang gebe ich dir Bauholz und Steinblöcke. Oh. Ups. Gut. Hätte ich halt das nicht alle selbst sammeln müssen. Egal. So, Entwicklung. Neues Lager, neuer Kühlschrank. Monsterscheune bauen. Auf der Farm Peachy, bitte. Auf geht's. Ich habe eine neue Monsterscheune gebaut. Darin kann ich meine Haustiere unterbringen. Wie soll ich meine neue Scheune nennen? Ja, Pie. Das ist die Peachy Farm mit der Pie-Scheune. Sehr einfallsreich. Okay, ich kann eine Monsterscheune bauen oder erweitern. Pie erweitern. Hab nicht genügend Material, das war ja klar.
Was brauchst du denn dafür? Punkte Bau. Oh, okay. Na, das kriegen wir aber absehbar hin, denke ich. So schwer ist das nicht. So, gehen wir mal zu Elisa. Hey, da hast du aber eine robuste Monsterscheune gebaut. Ava hat eine Belohnung für dich. Darin befindet sich eine Bürste. Bürste dich damit, rüste dich damit aus, um deine Monster zu pflegen. Wenn du sie täglich bürstest, verbesserst du ihre Freundschaftsstufen. Das wär's fürs Erste. Beim nächsten Mal kümmern wir uns um eine neue Anfrage. Yay. Ich glaube, ich muss die auch bürsten, die Wilden, um mich mit denen anzufreunden. So, Freundschaftsstufe, Monster als Freunde gewinnen. Ja, machen wir das gleich mal. Anfrage, schließe Freundschaft mit einem Monster, Belohnung, eine Futterkiste. Okay, ich habe die Einzelheiten zu dem Auftrag in meinem Notizbuch festgehalten. Hier ist eine Anfrage von Xiaopai. Weißt du, wie man sich mit Monstern anfreundet? Gib ihm Futter oder Gegenstände. Wenn du ihnen ein Geschenk, wenn ihnen dein Geschenk gefällt, werden sie zu deinen Freunden. Hochstufige Monster sind allerdings schwer zu zähmen. Denke immer an deine eigene Stufe, wenn du Monster auswählst. Du kannst übrigens auch keine neuen Monster als Freunde gewinnen, wenn deine Monsterscheune voll ist. Hast du alles verstanden? Dann ab mit dir. Okay. Ich soll ihm was schenken? Kann ich sie nicht einfach ein bisschen bürsten oder so? Lass mir sehen. Oh. Hi. Guten Morgen, Fräulein Yume. Also, wer wird sich die meisten Fische holen? Heute ist Angelfieber. Teilnehmer können sich zwischen 11 und 18 Uhr auf dem Stadtplatz anmelden, also nicht zu spät kommen. Es ist ein bisschen früh. Aber soll ich dir die Regeln erklären? Ja. Okay, erlaubt mir die Regeln zu erklären. Wer die meisten Fische fängt, bevor die Ergebnisse verkündet werden, ist der Sieger. Die Ergebnisse werden zwischen 17 und 18 Uhr bekannt gegeben. Wer sich verspätet, wird disqualifiziert, also bitte pünktlich erscheinen. Das war's. Du kannst mich jederzeit gerne auf den nach den Regeln fragen, wenn du sie noch einmal hören willst. Okay, alles klar, danke. So, schauen wir mal das Lilulalaka. Die tusch mal hier rein, das kommt dann hier oben hin, das kommt hier rein. So, stehen wir hier so ein Stack mit Eisen mit. Vielleicht treffe ich ja irgendwo Barrett und ich glaube, er mag Eisen ganz gerne. Das ist so mein Trick. So, ein Kühlschrank. Schauen wir mal hinein. Schmeiß da mal die Rübis rein. Und den Rettich. So. Okay. Das war's so feiert erstmal. Ja, erstmal dagegen schlagen, genau. Jetzt muss ich kurz überlegen, was ich will. Ah, es ist erst 11.44 Uhr. Gut, da kümmern wir uns wirklich erstmal um die Monsterchen. Nein, nein. Gewinne Monster als Freunde. Na toll. Ich bin mal gespannt, wie das was wird. Wir kommen bestimmt aufs Fressbrett. Oh, die versammeln sich ja alle schon. Hey, guten Morgen, Pforte. Guten Morgen. Etwas Training früher Morgen tut dem Körper gut. Du solltest es auch mal ausprobieren. Angeln ist ein Zweikampf. Du gegen die Natur. Und die Natur wird bald das Nachsehen haben. Ha, was ist denn los, Gretchen? Du siehst so besorgt aus. Angeln ist schwieriger, als es aussieht. Ja, das stimmt. Ich werde immer ganz müde davon. Du wirst von allem müde. Bist du gut im Angeln, Yume? Überhaupt nicht. Also dann sollten wir alle unsere Angelkünste verbessern, hä? Ja, wahrscheinlich. Ha! Flavia! Der süße Fratz! Yume heiße ich. Hä? Das ist mein Name. Ich heiße Yume. Oh, verstehst du jetzt? Ja, jetzt verstehe ich es. Das ist gut. Also, Yume? Ja? Danke. Ach, wirklich? Mit dir bin ich wieder aufgewacht. Also, Dankeschön. Gern geschehen. Ach, und ich freue mich wirklich, dich zu treffen. Geht mir auch so. Oh, Yume, halloha. Ist das eine Begrüßung? Hast du eine Rute und ein Angezeug, Yume? Hm? Was für ein schöner Morgen. Ja, das stimmt. Also mal sehen. Das ist der Köder und das ist das Bleigewicht. Und so. Es ist morgen, oder? Flavia ist ein liebes Mädchen. Wir sind schnell Freundinnen geworden. Ich bin so glücklich. Okay, alles klar. So, soll ich mal versuchen, ein Wolli-Wolli zu fangen? Schauen wir mal.
Das scheint der Große zu mögen. Viele noch? Bringt das überhaupt irgendwas? Ich weiß nicht, vielleicht sollte ich ihm noch was schenken. Magst du Gegengiftkraus? Jetzt haben wir es geschafft. Okay. So, Wolle. Nein. Abbrechen. Ich möchte den kleinen... Ich weiß nicht, wieso mir gerade der Zuschauer gerade in den Sinn kommt, aber ich nenne ihn Ventus. Ventus ist ein so schöner Schafsname. Ich weiß es nicht. Es ist einfach hier. Ventus. So. Ja. Perfekt. Kämpfst du jetzt mit mir? Oh, Ventus sieht glücklich aus. Hurra! Reiten? Okay, das ist merkwürdig. Komm, Ventus, rein wir nach Hause. Yippie! Wow! Was ist das denn? Oh, je. Ach, hier ist die Scheune. Huch. Oh, ich kann sogar angreifen. So, wow! Okay. Oh. Fell. Na, Ventus? Du siehst glücklich aus. Bleib bitte, großartige Arbeit heute. Geh nach Hause und ruh dich aus. So, jetzt sind wir Ventus erstmal in Anführungszeichen losgeworden. Schauen wir mal. Ich muss noch alles bewässern, sehe ich gerade. Upsi! Ach, eins nach dem anderen. So, sieht so aus, als hättest du dich mit einem Monster angefreundet. Gut gemacht. Hier ist eine Belohnung von Xiaopai. Mal sehen. Das ist eine Futterkiste für die Monster. Wenn du darin Futter ablegst, checkt die Freundschaftsstufe der Monster. Mehr Futter erhältst du, indem du Saatgut dafür im Laden erwirbst. Heute bekommst du welches von mir. Aber den Rest wirst du dir selbst züchten müssen. Hast du alles mitbekommen? Das wär's fürs Erste. Probieren wir beim nächsten Mal eine neue Anfrage aus. Ah. Cool. Futter. Okay, ich nehme es mal auf. La 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 la. Okay. So, ich tue die Futterkiste mal hier so hin. Ne, aufnehmen wollte ich sie eigentlich jetzt nicht. Ich stelle sie mal hier hin so. Da. 6-mal Futter habe ich. Okay. So. Ich hoffe, es gefällt dir. Oh, ich kann sogar den Namen ändern. Nichts. Und Bürsten kann ich aber auch, oder? Das sieht gut aus. Sehr schön. So, jetzt muss ich aber selbst mal gucken, wie ich am Futter herankomme. Ich soll Saatgut dafür erwerben, hat sie gesagt. Na, schauen wir gleich mal. Vulcanen beginnt mit seiner unaufhörlichen Nerverei bei Tagesanbruch. Jeder genießt ganz still das Angeln, während ich nichts zu tun habe. Oh, arme Wendy. Das Leben ist hart. So, hallo. Guten Morgen, Yume. Willkommen, was kann ich für dich tun? Ich glaub nicht, dass ich es dir leicht machen werde, Yume. Saat und Lebensmittel? Schauen wir mal. Ah. Hier, Futtersaat. Stück verkaufe. Kaufen nicht geliefert. Was steht denn dann noch? Damit ziehst du Futter für die Monster. Kräftige Pflanzen treiben nach der Ernte vielleicht noch einmal aus. Ich muss nur auch wissen, bis wann die fertig sind, ne? Wie viel Geld habe ich denn? Ah. Auf einfach mal 8 Stück erstmal. Wachstum 4 Tage. Das reicht erstmal. Gucken wir mal. Please come again. Gut. Jetzt sind wir hiermit schon mal fertig. Und jetzt ist auch bald schon 11 Uhr. Ab 11 Uhr muss ich mich nochmal bei Vulcanen melden. Denn ich glaube, dann ist der auch fertig. Also dann kann ich mit dem Angelwettbewerb mit teilnehmen. Wo ist eigentlich Barrett? Wo lümmelt der sich eigentlich jetzt hier rum? Ist er nicht heute zu dem Festtag mal hier? Das war meiner Meinung nach sehr freundlich von ihm. Ich möchte mich mit ihm anfreunden und ihm Eisen schenken. Ich glaube, darüber sollte er sich sehr glücklich schätzen, dass das jemand möchte. So. So. Ich habe vielleicht wieder eine Menge zu gießen. Ich kann es kaum erwarten. Hä? Achso. Ich kann es kaum erwarten, wenn meine Gießkanne irgendwann besser sein wird. Das wird ein so schöner Tag. So, hier pflanze ich auch noch ein bisschen was an. So. Und so. Sehr schön. Und jetzt geht das Gegieße los.
Let's go. Und schon leer. Super. Und gleich ist um 11. So, ich gieße mal so weit, wie ich komme, in Anführungszeichen. So. Oh, schon wieder leer. Gut. Dann mache ich mich jetzt aber auf zu Vulkanen. Gießen kann ich heute Abend die Felder nach. Los geht's. Hihi. Hui. Hi. Es ist die geschäftigste Zeit des Tages. Okay, erlaube mir die Regeln zu erklären. Nein, ich will die, okay, ich mach mit. Hier, deine Anmeldung ist abgeschlossen. So. Jetzt musst du so viel angeln, wie geht. Und laufe direkt falsch. Perfekt. Das habe ich gut gemacht. So, mal gucken, ob ich gewinne. Aus dem Weg, aus dem Weg, aus dem Weg. Achtung, Heiz und fertig. Geht mal alle weg hier. Geht mal alle weg hier. Super Angler ist jetzt hier. Und wann müssen die Fische? Warum sind hier keine Fische? Ich geh nochmal in den Screen rein. Da sind welche. Geh mal weg hier, Flavia. Lass mal hier den Angelprofi ran. Ich darf nur schon wieder einen Rucki-Zucki-Finger haben. Das ist das Wichtigste. Schauen wir einfach mal. Oh Gott. Jetzt wird's wieder spannend. Macht mich nicht wahnsinnig. Fang Nummer 1. Eine Masuforelle. Wow, neuer Rekord. Woo! Okay, weiter geht's. Ist Barrett hier irgendwo? Ich guck gerade noch nebenbei, ob ich ihn hier irgendwo mal sehe, aber nein. Keine Chance. Was ist denn das da für ein roter Punkt? Der bewegt sich auch. Seht ihr das? Ich gehe vielleicht mal hier unten hin. Hier so. Gewinnen werde ich vermutlich eh nicht. Ich habe da irgendwie nicht so diesen Anspruch. Vielleicht ist Barrett der rote Punkt da oben. Das wäre möglich, oder? Ich kann es ja mal ausprobieren. Ich gehe gleich mal hin. Na komm schon, blöder Fisch. Dankeschön. Fang Nummer 2. Yay. So, ich gucke einfach mal nach. Roter Punkt. Roter Punkt, roter Punkt, roter Punkt. Nee. Der unauffällige Stefan. Ach, festes Horn. Ich habe das mein Haustier jeden Tag gegeben. Egal, ob es regnete oder stürmte. Jeden Tag, wochenlang. Und letztendlich wurde jeder ihrer Angriffe ein kritischer Angriff. Interessant. Das ist, glaube ich, ein Hinweis darauf, wie ich krasser werden kann. So nach dem Motto, wie machen das krass.de oder so. Okay. Hello. Gut zu wissen. Dankeschön. So, wo sind jetzt die Fischis? Da. Ich gucke immer noch, ob ich irgendwo Barrett sehe unten. Aber nein, keine Chance. Hm, na gut. Dann weiter angeln. Die anderen machen aber alle irgendwie nicht mit, ne? Also es sind schon einige hier unten, aber so richtig die Party abgeht trotzdem nicht. Ah! Nein, ich war zu langsam. Ich habe extra meinen Finger daneben gelegt. Also meinen Finger neben den Knopf gelegt, damit ich nicht aus Versehen drücke. Macht mich wahnsinnig, das alles. Ich müsste eigentlich auch mal bei Gelegenheit gucken. Was ich jetzt mit der Flieglizenz mache. Ich habe extra eine Lizenz gemacht. Luftschifflizenz. Aber ich fliege nie. Deswegen müsste ich da mal dringend hin und mir das mal genauer angucken. Wow. Das ging ja. Das ging ja flott. So schnell konnte ich gar nicht reagieren, selbst wenn ich gewollt hätte. Ein Rekord für den kleinsten Fang. Dein Ernstspiel? Guck mal. Na du? Oh, hallo, Yumix. Ja, opai. Du musst dich artikulieren. Es heißt, hallo. Ich fange wohl nichts. Okay. Hallo. Geh mal weg hier. Lass mal die Profis heran. Sagte sie, und alle Fische schwimmen direkt weg. Ich will immer drücken. Es war nämlich zu langsam. Oh, das Spiel macht mich wahnsinnig. Ich weine gleich. Kurz vorm Mental Breakdown bin ich hier. Was haben wir denn noch so? Oh, jetzt habe ich einen Fisch verjagt, weil ich nicht warten konnte. Da, nehmen wir den hier. Guck mal, hinter dir. Kleiner Fischi-Fisch. Fischi, Fischi, Fischi. Ah!
Fischi, Fischi, Fischi. Oh, hier sind es drei, euer Ernst? Wow, aha, eine Dose. Toll, danke Spiel. Jetzt wird er immer besser. Oh, so ein Mist aber auch. Ich gucke mal gerne auf die Map nebenbei. In Hoffnung, dass Barret irgendwo auftaucht. Ich weiß auch nicht. Aber ich glaube, er hat heute keinen Bock hier zu sein. Ah! Oh, und ein Masulachs. Okay, weiter geht's. Bis 17 Uhr, ne? 17 bis 18 Uhr ist dann die Preisverleihung. Vielleicht gewinnen wir ja doch. Ich habe ein gutes Gefühl. Ich gebe jedenfalls sehr viel Mühe. Ich glaube, ich auch fest, welches man auch realistisch am Anfang gewinnen könnte. Vorausgesetzt, man angelt auch gut. Yeah! Ein neuer Rekord! So, weiter geht's. Lange noch? Okay. Wow! So schnell habe ich jetzt nicht damit gerechnet. Das ging mir jetzt zu schnell. Ich möchte schon noch so ein bisschen benippelt werden vorher. Das klingt komisch, wenn ich das sage. Ich will vorbereitet werden. Dankeschön. Eine Karausche. Ich höre den Fluss Karauschen. Mhm. Na kommt schon. Einer von der Speiden. Na bitte. Bitte. Nein! Oh. Ich bin dann immer so übermotiviert. Ich habe dann immer so einen Zucki-Finger einfach. Ich denke, ihr kennt das. So, gehen wir nochmal. Probieren wir es nochmal. Ah. Guter Fisch. Komm. Komm schon. Komm zu Mama. Nein! Ich stelle mich an wie ein Idiot, ne? Komm, mindestens einen Fisch will ich noch fangen. Einfach mal reinballern und hoffen, dass irgendeiner anbeißt. Hoffentlich kann ich die Fische auch alle behalten. Boah, vier Stück jetzt gleich. Nummer 8. So, komm. Oh, was mache ich denn überhaupt? Was war denn das? Ich hätte eigentlich hier bleiben können. Die waren so viele. Na komm, einen kriege ich noch. Ein. Der Kleine da. Komm her, Kleiner. Komm, dich will ich fangen. Yeah, ich hab ihn. So, jetzt habe ich aber keine Energie mehr. Schnell eingepackt das Ding und los geht's. Hallo. Aus dem Weg. Hi. Perfekt, du kommst gerade rechtzeitig. Lass uns das Endergebnis verkünden. Der Wettbewerb ist vorbei. Ich werde nun die Ergebnisse verkünden. Auf dem dritten Platz befindet sich... Yumei mit 9 gefangenen Fischen. Na, immerhin. Auf dem zweiten Platz... Nancy mit 15. Das ist ja fast doppelt so viel. Und der Angelfieber-Champion. Bischnell mit 18. Das ist genau doppelt so viel. Okay, das heißt, ich muss mich etwas mehr reinknien. Naja. Gut gemacht, alle zusammen. Vergesst nicht, eure Preise mitzunehmen. Das war's. Was kriege ich denn? Oh, Kochbrot. 5. 3 Stück. Krass. Sandkuchen. Okay, danke schön. Ich freue mich sehr. Ich bin übelst müde vom Angeln. Egal, das wäre es erstmal gut gemacht. Nächstes Mal gebe ich dir eine neue Anfrage. Übrigens, ist schon okay. Ich muss aber den Rest noch gießen. Ich habe da keine Energie mehr. Dann muss ich wohl den Sandkuchen gleich essen. Anders sehe ich da keine Möglichkeit. Gucken wir mal. Wo ist er denn? Da. Halten und mampfen. Wow. Der hat ja richtig reingehauen. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Okay, gut. Dann kann ich jetzt wohl ein bisschen weitermachen. Und mit ein bisschen meine ich richtig gut. Oh je, da fühle ich mich halt schlecht, wenn ich schlecht ins Bett gehen möchte. Hm, soll ich vielleicht noch ein bisschen was einkaufen, wenn noch ein Laden offen hat, allerdings. Schaffe ich das noch? Ich habe jetzt auch ganz viel Geld und so. Nee. Nee. Ach, schade. Dann kann ich morgen noch ein bisschen was einkaufen. Na gut, wie dem auch sei. Dann würde ich jetzt noch mal ein bisschen Holz zusammenhacken, was jetzt hier ist. Und dann vielleicht noch ein bisschen kochen. Und wenn ich so viel Energie übrig habe, kann ich das einmal ausprobieren.
Ach, so. Und rein da. So, und der Kerl hier Fisch auch noch. So. Hihi. Und der Spaß gelangt hier rein. Okay. Überleg. Ich gehe mal, ja, ein bisschen kochen. So, was soll ich denn kochen? Was Einfaches. Essigrüben, wie immer. Mach einfach alles. 4 Stück, wow. Los geht's. Yay! Immerhin, Level 9 sind wir jetzt. Es sind noch eine bessere Essigrübe. Okay. Kann ich hier noch was Tolles mixen? In den Mixer, etwas im Mixer zubereiten. Nee, geht alles nicht. Schade. Jetzt habe ich so viel Energie übrig und kann sie nicht einmal nutzen. Das macht mich echt traurig. Ich könnte höchstens. Ich will gerade eben die Energie jetzt noch irgendwie sinnvoll verwerten, in Anführungszeichen. Mich noch ein bisschen ausrüsten und noch mal ein bisschen kämpfen gehen. Wuhu! Hier war schon, ne? Ja, jetzt einfach noch so ein kleiner. Die sterben auch einfach nicht, wenn ich immer wieder drauf einschlage. Das ist echt übel. So, guck mal. Ich bin jetzt hier im Super Slayer Mode. Ich schaue hier jeden um, stimmt's? Schaut mal nicht zu übertreiben. So, Dame schläft. Gut, da kann ich hier meine Energie wenigstens ein bisschen rauslassen, oder? So. Na gut. Dann lasse ich hier im Wald noch mal ein bisschen meine Energie raus. Und wir sehen uns dann einfach in der nächsten Folge wieder. Wenn es heißt, you made it, played. Room Factory 4. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen. Bye.